Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Letzte Folge hatte ich gesagt, dass wir jetzt erstmal die Diebesgilde hinter uns lassen. Stimmt nicht so ganz. Wir werden nämlich noch einen Raubzug und eine Denunziation machen. Beides ist in Windhelm und das werden wir jetzt als allererstes mal machen. Ich bin schon mal nach Windhelm gereist. Ich werde jetzt gleich die Stadt betreten und dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Zum einen müssen wir dieses gestohlene Diadem in einem Haus, wenn ich das richtig gesehen habe, hinterlegen. Und zum anderen müssen wir Waren in einem Wert von 500 aus Windhelm stehlen. Das sollte eigentlich... Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg. Oh, verzeiht. War ich euch im Weg? Ich hoffe, wir werden uns eines Tages besser kennenlernen. Wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey. Wir den erstmal zu. Vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Münze für kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nö. Ich bin selber ein Elf. Zwar kein Dunkelelf, aber ich hasse euer Volk nicht. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Sah aus, als hätten diese Nord euch behelligt. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal, aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Warum sollte man euch für einen Spion halten? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen, auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Okay. Passt auf euch auf. So. Dann wollen wir doch mal anfangen. Als allererstes gehen wir in dieses eine Haus. Mal gucken, wo das ist. Völkisch. Mitnehmen. Zutaten. Wir haben ja jetzt wieder Platz. Ich habe das Inventar mal ein bisschen gereinigt oder bereinigt. Ich würde wieder ein bisschen was mitnehmen, was ich sehr gut finde. So ein bisschen was heißt einiges. So. Das sieht keiner. Und jetzt seht ihr hier, ich habe diesen Skelettschlüssel. Den kann ich so probieren, der bricht nicht ab. Deswegen gar kein Problem mehr, was Dietrich hier betrifft. Gucken. Können wir hier schon so viel stehlen, dass es ausreicht. Hier nicht einer ist. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht einer zu Hause ist. Doch, ist es. Erstmal nehme ich viel Gold mit. Und lege das hier ab. Jetzt aber wieder raus hier. Ich möchte nicht unbedingt erwischt werden, wie ich in einem fremden Haus rumlaufe. Aber, wie wir auch gesehen haben, wir müssen Waren hier im Wert von 500 aus Windhelm stehlen. Und das ist das nächste, was wir jetzt hier noch machen, bevor wir... Obwohl. Uns ist der Experte eigentlich egal. So. Auf. Und dann kehren wir zum Diebesgilde zurück und zeigen dann auch Vex diese merkwürdigen Steine, die wir da haben. Doch hier
Wert von gestohlen. Stilwaren im Wert von 500 Gold aus Windhelm. Hab ich. Verstehe ich jetzt nicht. Da war doch der eine Ring, der war auch viel mehr wert gerade. Jetzt habe ich auch das abgeschlossen. Gehen wir mal schnell wieder hier aus dem Haus raus. Und kehren zur Diebesgilde zurück. Dann wollen wir mal. Bin mal gespannt, was wir dafür bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir, wenn wir genug gemacht haben, erhalten wir eine Belohnung oder eine Errungenschaft, Entschuldigung. Heißt, glaube ich, ja? Hilft der Diebesgilde wieder zu altem Glanz. Ich glaube, da muss man für jeden so und so viele Aufträge machen. Habt ihr... Also, was kann ich heute für euch tun? Ich habe den Raubzug durchgeführt. Hätte ich selber nicht besser machen können. Hier ist euer Geld. Okay. Dann könnt ihr mir zusätzlich... Ich bin für die Diebstahl. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit die meisten Unternehmen in Himmel. Euer Lust, den Griffel. Hier ist alles, was ihr braucht. Wenn ihr erwischt werdet, haben wir nie von euch gehört. Ja, ja. Ich habe immer noch eine ganze Reihe Aufträge. Oh ja. Nach dieser kleinen... Wenn ihr wieder... Bei den 8. Ihr habt es tatsächlich bekommen. Das ist mehr Gold wert, als manche Diebe in ihrem ganzen Leben verdienen. Ja, das ist wohl richtig. So. Setzt eure Fertigkeiten und nicht euer Schwert ein. Die Denunziation ist erledigt. Dann braucht ihr jetzt wohl euer Geld. Sehr richtig. Ich kümmere mich. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, einen der schnellsten. Wenn ihr Interesse habt, was sagt ihr? Ja, ja. Gut. Und kein Blut vergießen. Okay. Hier. Dann. Wie wäre es mit etwas Arbeit? Oder wollt ihr lieber den ganzen Tag ziellos herumlaufen? Ist dieser seltsame Stein etwas wert? Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barensia. Ist der was wert? Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barensias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Wie viele gibt es davon? Ich glaube, es waren insgesamt 24. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige Gildenmitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt. Ihr wollt ihn ganz sicher nicht kaufen? Hört zu, ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück. Okay. Alles klar. Erledigt den Auftrag und kommt lebend zurück. 24 Stück müssen wir davon sammeln. Das ist einige. Aber jetzt gucken wir uns gleich erstmal an, was wir als nächstes für eine Quest. Erstmal gehen wir hier raus. Flasche und gucken uns jetzt mal unsere Questliste an. Das machen wir nicht. Die Bilanzfälschung auch erstmal nicht. Wir können das Dämmergrab betreten. Nee, können wir nicht. Das ist das mit dem Skelettschlüssel. Wir können die Dämmerwacht betreten. Das ist es. Sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht. Das können wir machen. Wir können die Hauptquest weiterverfolgen. Oder wir können hiervon was machen. Ich würde jetzt einfach mal mit ein paar Nebenquests hier weitermachen wollen. Und wir fangen einfach mal oben an. Würde ich einfach mal vorschlagen. So, das dürfte hinten in Markat sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, Festung Unterstein. Oh shit, ich
Ich glaube, da werde ich verfolgt, oder? Ja. Namen des Jahres, bleib stehen. Ja, da werde ich verfolgt. Ist richtig. Werde ich jetzt auch. Ja, ich glaube ich schon. Ja. Im Namen des Jahres, keine Bewegung. Ja, würde ich sterben, also. Ne, ich habe kein Geld dafür. Noch mal ein bisschen mehr Kopfgeld. Hilfe! Ein Mord! Kann ich! Soll die Halle der Toten erkundigen. So. Nicht viele würden nach Stahl und Blut riechen, blindlings in eine Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Ich spüre den Hunger in euch. Wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Kannibal, ach, das ist das mit dem Kannibalismus. Okay. Schlüssel zum Bremer-Museum wollen, die habe ich schon. Nächste Wert nehme ich mit. Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Hat fort. Kann hier sonst überhaupt nichts machen. Hier ist noch jemand. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Nee. Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Ich werde euch nicht helfen, ihr Freunde. Ich bin kein Kannibal, aber was wollt ihr mir antun? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Wo liegt dieser Ort? In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Bis dahin sagt den Leuten von Markart, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Nicht hier. Wir treffen uns bei der Windklippenhöhle. Okay. Ich berichte erstmal dem einen Typen, dass die Halle hier sicher ist. Schrein von Arkay. Was soll's schaden? Wiederherstellung verbessert. Sehr schön. Weizen, Stahl. Okay. Gehen wir erstmal zu ihm hin, berichten ihm und unsere Toten, beziehungsweise sagen ihm, dass es hier drin sicher ist. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Die ist jetzt sicher. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Ja, ne? Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Sehr schön. Arkay. Der Geschmack des Todes, das ist die Quest, die wir gerade gekriegt haben und die werden wir verfolgen. Befreie die Windklippenhöhle von den Drauge. Ja. Machen wir doch, aber ich gehe hier durch. Weil. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Ne, ist
wenigstens schon mal aus der Stadt raus und hoffe, dass da nicht so viele Wachen sind. Die müsste ich ja dann alle töten. Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, ja, da bin ich nicht. Oh. Ich werde euch vernichten. Ja, willst du das? Ihr habt gewonnen, ich ergebe mich. Ja, zu spät. Noch eine Waffe vorbeikommen, dann passiert das Gleiche. Okay, was mich jetzt nochmal interessiert, wie viele von den Stahlfeinden habe ich denn? Ja, die sind stärker, habe ich 188 Stück von. Sogar von den alten Nordfeinden habe ich mehr, aber ich bleibe vorerst bei dem jetzt. Wird sich sicherlich nochmal ändern, wenn ich dann da weniger habe. Okay. Würde ich meine Schießkunst nochmal ein bisschen verbessern. Wo müssen wir entlang? Hier oder da? Ich gehe einfach mal hier lang. Gehe dann hier links. Könnte. Oh, sieht gar nicht mal so falsch aus, finde ich. Ist das hier unten ein Banditenlager? Waren alle One-Shot abgeschworen, bist du. Nicht schlecht, Herr Specht. Das war ein normaler Abgeschworener, also das war kein Anführer. Der wäre wahrscheinlich ein bisschen schwerer gewesen zu töten. Na gut. Wollen wir mal die Truhe durchsuchen, ja. Dolles habt ihr nicht dabei. Was gedacht. Naja, weiter im Programm. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Wenn wir später wieder hoch müssen, dann ist das halt so. Oh oh. Oh oh. Noch ein Gegner. Oh ja. Yeah. Daneben gegangen. Jetzt aber. Der Bär hat sich im letzten Moment geduckt und dann ist der Pfeil an ihm vorbeigegangen. Ja gut, das ist halt ein bisschen doof gelaufen, aber ich konnte ihn ja noch besiegen. So, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir werden jetzt unsere Ausdauer ein bisschen erhöhen. Jetzt dann bei der Gelegenheit mal die Schießkunst an. Die ist immer noch nicht weiter. Wir müssen noch einmal erhöhen, die Schießkunst. Und da werden wir unsere Fähigkeiten verbessern. Zum Beispiel, dass wir mehr Pfeile von toten Körpern wiederbekommen. Ich habe so das Gefühl, dass das oben, wo wir hin müssen. Ganz, ganz dumpfes Gefühl, dass das oben ist. Wer bist du denn? Ich hab mich zu.
Bleibt sofort stehen! Was wollt ihr denn? Auf euren Kopf ist in Reach eine ziemlich hohe Belohnung ausgesetzt. Ah, okay. Bezahlt mich und ich sorge dafür, dass euer Name reingewaschen wird. Ich hab das Gold nicht. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich werde euch vernichten! Ja, wirst du das? Sei es mir! Das werdet ihr büßen! Oh Mann! Blöd, dass du mich hier erwischt hast, ne? Mach dich ab, Blöde. Geldsam, ne? Alles hast du jetzt aber nicht dabei gehabt. Schade, meine Pfeile kriege ich im Moment sehr wenig wieder. Naja, ist halt so. Hier hoch, würde ich mal schätzen. Gesehen? Habt ihr den gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den gesehen habt. Boah. Meine Güte, habe ich mich erschrocken. So. Könnte mir vorstellen, dass hier Gegner auf uns warten. Vielleicht ein paar abgeschossen wurden. Okay. Wir wurden entdeckt, aber nicht verfolgt. Das heißt, ihr seid gekommen. Die Draugr, die Namiras Heiligtum heimsuchen, sind drin. Wartet hier, ich kümmere mich um sie. Ich kümmere um sie. Da fehlt was. Och, Mann, Spiel. Rechtschreibfehler. Ganzes Wort vergessen. Dann warte ich. Ja, warte mal. Ich kann dich nicht gebrauchen. Du kannst wieder nur in... Befreit Namiras Heiligtum ja. Von den Untoten. Ja, wart's doch einfach. Die Toten existieren. Wie gesagt, wartet hier, ich kümmere mich drum. Dann fängt ihr mich an zu nerven. So. Gucken wir doch mal, was gibt's denn hier von alles? Wo sind denn die ersten Trauger? Da ist einer. Oh, der lebt sogar. Warum? Warum schießt denn der ständig vorbei? Ja, ey, so wie ich mich gerade hier anstelle. Ah, ja, kannst du zurück in dein Grab gehen, sehr schön. Tausendmal daneben geschossen. Oh, schrecklich. Dass ich bald keine Pfeile mehr habe. Aber ich muss mich ja nur noch um eins verbessern. Dann kriege ich mehr Pfeile vom Körper zurück. Zum Glück. Wie schnell sind 83 Eisenpfeile leer, ne? Ich meine, ich habe zwar noch viele andere Pfeile. Ich finde das immer scheiße. Oh.
Gold drin. Und ein Amethyst, sehr schön. Von dem kriege ich natürlich auch das Ding nicht wieder. Ja, Handy, pfeif du mal ein bisschen. Hast recht. So. Wenn ich jetzt doch nur eine Spitzhacke hier liegen hätte. Naja. Leider nein. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, unten herzugehen. Er hier hat überhaupt gar keine Rüstung an. Das konnte nur ein einfacher Drauger sein. Wahrscheinlich hätte ich die von oben vorab abgeschossen. Ne, da ist eine Truhe. Da müssen wir hoch. Da müssen wir auf jeden Fall hin und uns die Truhe ansehen, was dort drin ist. Den hatte ich in der Leitung zu fallen wiedergegeben. Und? Okay. Falle. Da wären Speere rausgekommen, nehme ich mal an. Wäre wieder ein bisschen schmerzhaft geworden. So, perfekt. Was haben wir hier oben? Hier unten gibt es weiter nichts, wenn ich das richtig überblicken kann. Aber hier müsste es ein oder andere geben. Oh, normaler Sorge. Euch vielleicht, warum ich die Dietriche mitnehme. Sie wiegen nichts, deswegen nehme ich sie mit. Ganz einfache Geschichte. Alles, was nichts wiegt, das kann ich ruhig mitnehmen. Denke ich mir immer. Beschwörung verbessert auf 16. Sehr schön. Ach Mann, warum sammelt er denn das manchmal nicht ein? So. Laterne. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Okay, dann geht das hier einfach nur. Ich möchte sie gerne wieder aufmachen. Lustig wäre es jetzt gewesen, wenn mich jetzt hier hinter der Tür ganz viele Drauger erwartet hätten, nur weil ich das Ding betätigt habe. Ja, Handy ist doch gut jetzt. Ich stelle gleich den Ton von meinem Handy aus. Das stört mich gerade so ein bisschen. Oh, hier sind ein paar Gegner. Und hier ist auch das Ende unserer Reise durch diese Kriegs. Sehr schön. Oh, zweimal so gut wie die gleiche Stelle. Klar, dass das passiert. Und hier ist trotzdem eine Kette. Ich kann es wieder aufmachen. Jetzt hinter mir zu gehen hören. Bestimmt wieder aufmachen. Hier werden, wenn ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, einige Gegner noch aus den Gräbern kommen. Wahrscheinlich. Den, da muss ich erledigen, oder was? Höhere Draugerwicht. Nordkriegs
Das wäre jetzt natürlich schrecklich gewesen, wenn ich den Bogen nicht mehr gehabt hätte. Er hat ihn mir aus der Hand gebrüllt. Er hat mich entwaffnet mit seinem Schrei. Anscheinend ein Drachenblut gewesen. In einem früheren Leben. Nämlich auch die Worte der Macht. So. Schauen wir uns natürlich noch genauestens um. Zwergenbogen der Feigheit. Der macht mehr Schaden. Amulett von Taos. Talos. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann will ich mir den doch mal angucken. Machen beide 28 Schaden. Was rede ich denn da? Behalte ich weiter den. Aber auch nicht von dem anderen den Effekt. So, die sind fast alle leer. Der nicht. Das sieht interessant aus. Ist hier reingeschneit? Das ist ein Staub. Sehr schön. Und jetzt soll ich wieder zurückrennen und der Bericht erstatten, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Hier auch noch einen leichteren Weg zurücknehmen. Abkürzung scheint mir jetzt nicht so. Na gut, dann gehen wir einfach den gleichen Weg wieder zurück. Oh, hier geht's hoch. Aha. Sehr gut. Hier waren wir definitiv noch nicht. Aber hier können wir noch Gold mitnehmen. Himmelsrand. Aber ob dieser Weg so viel besser war als der andere, weiß er jetzt nicht. Wir müssen nämlich hier rein. Ich wage zu behaupten, das war nicht so schlau. Dann gehen wir einfach wieder rein. Fertig. Und laufen einmal durch und treffen die andere Dame. Wie hieß sie? Eos. Am Ende dieses Verlieses. Natürlich geht uns gleich die Ausdauer aus, wie sollte es auch anders sein. Aber wir sind ja gleich da. Das finde ich, haben sie eigentlich in dem Spiel ganz gut gemacht, dass du halt eigentlich immer vom Ende eines Verlieses einen Shortcut raus hast. Das heißt Shortcut, eine Abkürzung sich halt öffnen kann. Ihr habt es geschafft. Der Schein gehört wieder uns. Ja. Jetzt müssen wir ein großes Festmahl abhalten, um euch in Amiras Zirkel willkommen zu heißen. Ihr werdet die Ehre haben, frische Beute für den Hauptgang zu bringen. Und ich weiß auch schon die perfekte Person dafür. Wem geht es? Ein Priester satt vom Geschmack eines leichten Lebens. Bruder Verulus aus Markarth. Gebt ihm dieses Gold. Sagt ihm, ihr braucht Arkais Hilfe, um eine alte Höhle nach Schätzen zu durchsuchen. Und wenn er vor Namira steht, dann wird sie den Rest übernehmen. Wo ist Verulus von mir? Wir sollen ihn überreden. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, damit ihr ja nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal würde ich einfach sagen, bis dahin, ciao.